Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um Function Pointer. Function Pointer sind sozusagen Funktionszeiger. Das heißt, ich kann Funktionen als Variablen auffassen und damit alles machen, was ich auch mit Variablen machen kann. Das bedeutet, ich kann einfach sagen, hey, ich baue mir eine Variable. Ich nehme jetzt hier, Achtung, die untypisierte Variante, sonst wird es ein bisschen kompliziert. Und sag einfach dieser Variablen meine Funktion, dass sie eigentlich gleich foo ist. Achtung, Klammern sind hier weggelassen, die braucht man da dann nicht. Sonst habt ihr den Funktionsaufruf, das heißt foo, Klammer, Klammer, wertet aus zu 1. Aber wenn ich hier die Klammern weglasse, dann baue ich mir hier sozusagen einen Funktionspointer. Das heißt, ich habe eine Variable, die eigentlich eine Funktion ist. Und was ich dann machen kann ist, ich kann auch sagen, meine, oder sowas wie print, meine Funktion, Klammer, Klammer. Das heißt, ich kann das Ding hier, was eigentlich eine Variable ist, kann ich aufrufen, als wäre es eine Funktion, weil es ist ja tatsächlich eine Funktion. Ich habe mir die Funktion ja gebaut. Warum soll das irgendwie sinnvoll sein? Naja, warum ist es sinnvoll, eine Variable zu haben? Ich kann sie wiederverwenden und zwar zum Beispiel in verschiedenen Funktionen. Das heißt, ich kann hier eine Function Bar haben und dieser Funktion kann ich jetzt eine Funktion übergeben. Und die kann dann irgendwas damit machen. Zum Beispiel return foo, Klammer, Klammer. Und da ist es jetzt plötzlich egal, welche Funktion foo ich hier habe. Ich kann auch noch eine andere, also es muss nicht diese Funktion hier oben foo sein. Ich kann die jetzt einfach mal buts nennen. Genau. Also das ist nicht dieselbe wie das hier oben, sondern ich kann hier einfach irgendeine Funktion übergeben. Ich kann mir auch einfach eine neue Funktion hier unten basteln. War meine Funktion 2 ist gleich irgendeine andere Funktion. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wie man sich dann Funktionen aus quasi Einzeilern bastelt. Das ist dann Lambda. Und ja, diese Funktion übergebe ich hier rein. Also meine Funktion, nicht an print, sorry. An bar von meine Funktion 2. Und das ist dann auch irgendein Function Pointer und plötzlich passiert was völlig anderes. Das heißt, ich habe zwei völlig verschiedene Funktionen, kann aber trotzdem dieselbe Bar-Methode benutzen. So, warum sollte das irgendwie sinnvoll sein? Denkt doch einfach mal zum Beispiel an irgendwelche großen Berechnungen. Also zum Beispiel mein neuronales Netz, was hier gerade im Hintergrund noch trainiert. Das Ding nimmt richtig viele Daten und trainiert dann mein Netz auf meiner Grafikkarte. So, und wenn es jetzt aber irgendwie gerade mal fertig ist, dann muss es irgendwas ausgeben. Also mir zum Beispiel sagen, hey, so und so viel Loss hattest du und das muss es irgendwie die ganze Zeit machen. Und diese Funktion darf ich mir selber schreiben. Dann sage ich, ich baue mir eine Funktion und übergebe einen Pointer und kann dann somit mein Output sagen, was da rausgegeben werden soll. Das heißt, ich kann aber auch sagen, ich möchte in eine Datei loggen oder ich möchte direkt auf meiner Konsole loggen oder. Ich habe quasi alle Möglichkeiten, aber die riesige Berechnung, die muss ich nicht schreiben. Und deswegen kann ich einfach hier sagen, okay, ich baue mir eine Funktion, die genau das macht, was ich möchte. Es gibt mir zum Beispiel immer alles auf der Command Line aus und dann, ja, wird das Ganze ausgegeben, so wie ich das eben mir programmiert habe. Genau. Und dazu brauche ich dann eben Function Pointer. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr nützlich und kann auch sehr gut angewandt werden. Es ist nur ein kleiner Mindfuck, bis man verstanden hat, dass man hier einfach Funktionen auch so hin und her packen kann. Ich kann hier natürlich auch einfach schreiben, ich möchte foo benutzen, die ich dann hier oben einfach definiert habe. Ich muss das nicht in eine Variable zwischenspeichern. Das war jetzt nur zum Demonstrieren. Das heißt, ich kann einfach eine Funktion an eine andere Funktion übergeben. Klar, hier können noch andere Parameter sein. Und alles ist gut. Was passiert jetzt, wenn ich meine Funktion foo hier oben mit Parametern versehe? Zum Beispiel, wir haben keine Typen genommen. Foo von n und ich möchte immer n zurückgeben. Oder von mir aus auch eine Fakultät berechnen oder sowas. Ist ja völlig egal. Was ich dann mache, ist, ich rufe bar einfach, also foo braucht ja irgendwie einen Parameter. Und ich rufe bar dann einfach noch mit meinem zweiten Parameter auf. Also zum Beispiel 42. Das heißt, ich habe hier buts und n und plötzlich kann ich sagen, buts von n. Bam, fertig. Und so kann ich natürlich hingehen und sagen, hey, okay, mein foo braucht zwei Parameter und den einen darfst du mit angeben, aber den anderen Parameter kann ich hier nur sagen, zum Beispiel ist das hier n2 und dann, n2
und dann wird immer n mal n2 zurückgegeben. Und dieses n darf der User bestimmen und das n2 darf eben die Funktion bar bestimmen, indem sie hier einfach sagt, n2 ist immer 1337. So, sowas zum Beispiel. Also das sind einfach nur Beispiele, was ich jetzt gebracht habe. Wie gesagt, zum Loggen wird es sehr, sehr häufig genutzt. Aber also zum irgendwie Output schreiben wird es sehr, sehr häufig genutzt, da viele Leute ihre Outputs gerne irgendwie selber definieren möchten. Aber ja, okay, das ist es schon wieder. Also Function Pointer sind eine sehr, sehr coole Sache. Können sehr schnell irgendwie katastrophal werden, wenn man irgendwie nicht mehr den Durchblick hat, was jetzt gerade noch eine Funktion und was eigentlich eine Zahl oder sowas ist. Da kann es dann mal recht schwierig werden, aber ja, wir werden uns dann noch die Lambda-Ausdrücke angucken und mit denen wird es dann ein bisschen eindeutiger. Und wenn ihr vernünftige Namen wählt, also wählt vielleicht nicht foo, bar und buts und n2, sondern wählt vielleicht Funktion und Fakultät oder Multiplikation oder sowas. Das sind eindeutigere Namen, das heißt, damit kann man dann noch mehr anfangen. Okay, das ist es von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, lasst ein Like da oder sowas und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!